Herzlich willkommen zur letzten Vorlesung Sachenrecht im Jahr 2015. Nächste Woche gibt es kein Handelsrecht mehr. Wir sind immer noch beim Thema 8, Kaufleute und Sachenrecht. Deshalb Sachenrecht eben. Sie sehen, letzte Vorlesung Kaufleute und Sachenrecht in diesem Jahr 2015. Wir haben letzte Woche angefangen und uns beschäftigt mit 366 Absatz 1 BGB. Sie erinnern sich, dabei geht es um den gutgläubigen Erwerb. Das bedeutet, es gibt jemanden, der hat eine Sache im Besitz, zum Beispiel ein Buch, was er sich ausgeliehen hat, und dieses Buch verkauft und übereignet er an eine andere Person. Das ist diese Person, die da rechts abgebildet ist. Und das kann er nach 932, wenn die andere Person glaubt, dass er Eigentümer ist. 932 sagt, wenn ich guten Glauben an das Eigentum habe, kann ich von dieser Person gutgläubig erwerben, soweit sie mir die Sache übergibt und übereignet. Und ich habe gesagt, es gibt im HGB eine besondere Regelung für diesen gutgläubigen Erwerb in 366 Absatz 1. Und der einzige Unterschied, den diese lange Formulierung ausdrücken will, ist, dass es nicht auf den guten Glauben am Eigentum ankommt, sondern auf den guten Glauben an die Befugnis des Veräußerers, über die Sache für den Eigentümer zu verfügen. Das heißt, es gibt den Eigentümer und es gibt den Kaufmann. Und der Kaufmann darf die Sache des Eigentümers übereignen. Und ich habe Ihnen gesagt, der praktisch häufige Fall ist der Gebrauchtwagenhändler, der einen ganzen Parkplatz voll mit Autos hat, die ihm aber alle nicht gehören, sondern die ihn nur als Kommissionsgeschäft für die jetzigen Eigentümer verkauft. Es gibt also einen Eigentümer, das ist aber nicht der Händler. Der Händler ist einfach nur Mittelsmann. Und wenn ich darauf vertraue, dass der Händler die Autos verkaufen und übereignen darf, kann ich von dem Eigentum am Auto erwerben. So, das Schema ist im Wesentlichen das gleiche. Der einzige Unterschied ist hier bei Punkt 7, guter Glaube an die Verfügungsmacht statt guter Glaube an das Eigentum. Gucken wir uns diesen tollen Fall mal an. V hat Kaufmann K, einem Kraftfahrzeughändler, einen gebrauchten Ferrari für 25.000 Euro verkauft. Und K das Fahrzeug einschließlich Kraftfahrzeugbrief übergeben. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Das Eigentum behielt sich V bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung vor. K sollte vor Zahlung nicht zur Weiterveräußerung des Wagens ermächtigt sein. K stellt den Ferrari mit anderen Sportwagen, die er kommissionsweise übernommen hat, in seinen Verkaufsraum. Dort sieht B das Fahrzeug. K und B einigen sich über den Verkauf des Pkw für 30.000 Euro, wobei K den auf V lautenden Kfz-Brief vorlegt. Der Pkw wird übergeben, es erfolgt eine Einigung über den Eigentumsübergang. Kurz darauf fällt K in Insolvenz. Frage: V verlangt nun von B Herausgabe des Ferrari. Er meint, B habe grob fahrlässig gehandelt, hatte einen Anspruch aus 985 BGB. Und wir haben letzte Woche uns 985 BGB angeguckt und haben festgestellt, er setzt zunächst mal voraus, dass der B Besitzer ist und haben gesagt, das ist nicht das Problem des Falles, B ist auf jeden Fall Besitzer. Und dann haben wir uns beschäftigt, ist der V noch Eigentümer des Pkw? Und wir haben festgestellt, ursprünglich war V mal Eigentümer, er könnte aber sein Eigentum verloren haben durch Einigung und Übergabe an K. Und wir haben gesehen im Sachverhalt, übergeben hat er. Frage, hat er sich auch über den Eigentumsübergang geeinigt? Und was haben wir da gesehen? Ja. So ist es. Die Einigung war aufschiebend bedingt nach 158 Absatz 1 BGB und zwar durch die Kaufpreiszahlung.
Das heißt, die Einigung wurde erst wirksam, als der Kaufpreis gezahlt worden ist. Hier ist der Kaufpreis aber nie von K an V gezahlt worden, sondern es ist nur was von B an K gezahlt worden. Damit ist die Bedingung nie eingetreten und der K ist nicht mal für eine juristische Sekunde Eigentümer geworden. K war nie Eigentümer. Aber wer könnte Eigentümer geworden sein? Wenn nicht der K, dann, wie viele Personen spielen noch mit? Eine, nämlich der B. Und wodurch könnte der B jetzt Eigentümer des Ferrari geworden sein? Durch Einigung und Übergabe. Haben wir eine Einigung, haben wir eine Übergabe, fangen wir damit an, haben wir eine Übergabe des Pkw an B? Ist B unmittelbarer Besitzer des Pkw geworden? Ja, steht ja da. Ja, Übergabe ist also kein Problem. Haben wir eine Einigung? Ja, steht auch da. Mit wem hat sich B geeinigt? Hat er sich mit V geeinigt, dem bisherigen Eigentümer? Nein, mit K. Er hat sich nicht mit dem bisherigen Eigentümer, sondern mit K. Frage, konnte sich oder durfte sich K mit B einigen? War also K berechtigt, den Pkw, der ihm nicht gehörte, an B zu übereignen? Hat ihm V erlaubt, dass er das Eigentum an dem Pkw an B verschafft? Nein, da steht, K sollte Verzahlung nicht zu weiter veräußern, das Wagen ist ermächtigt sein. Erster Absatz, K durfte den Wagen nicht weiter veräußern, also war er nicht berechtigt, über das Eigentum des V zu verfügen. Also ist es kein Erwerb vom Berechtigten. Aber es könnte ein gutgläubiger Erwerb sein, nach 932 Absatz 1 BGB. Das setzt voraus, dass der Pkw übergeben worden ist, das ist hier passiert. Es setzt aber auch voraus, dass der B vermutet hat oder gutgläubig war in Bezug auf das Eigentum des K. Gutgläubigkeit setzt nach 932 Absatz 2 voraus, dass er nicht wusste, dass K nicht Eigentümer ist und dass auch aufgrund von grober Fahrlässigkeit nicht wusste. Das heißt, dass es für ihn nicht offensichtlich war. Frage, war der B hier gutgläubig? Ja, der Fahrzeugbrief weist nicht den K aus, also nicht den, der ihm das Fahrzeug übereignet hat, sondern jemand anderen. Nun wissen Sie alle, der Fahrzeugbrief kann ja auch falsch sein, der kann ja veraltet sein. Das heißt, man wird nicht Eigentümer durch die Eintragung im Fahrzeugbrief. Aber wenn da jemand anderes drinsteht, ist man gewarnt, muss vorsichtig sein. Das heißt, ein vernünftig denkender Mensch hätte einmal nachgefragt, warum steht jemand anderes drin? Das heißt, er kann nicht behaupten, dass er 100% sicher war, dass der K Eigentümer ist und damit war er nicht mehr gutgläubig. Er hat grob fahrlässig gehandelt, weil ein vernünftiger Mensch, wenn er im Fahrzeugbrief sieht, da steht ein anderer Name drin, nachfragt. Er hat nicht nachgefragt, also keine Gutgläubigkeit. Also kein gutgläubiger Erwerb nach 932 Absatz 1 Satz 1 BGB. Aber damit ist der Fall nicht zu Ende, denn wir sind hier im HGB. Welche Norm könnte uns hier weiterhelfen? Paragraph 366 Absatz 1. 366 Absatz 1 HGB. Und der sagt nämlich, worauf oder woran muss er glauben? Was muss der B denken, damit er gutgläubig erwerben kann? Ja, dass der B zur Veräußerung des Pkw befugt ist. Und warum ist er in Bezug auf diesen Punkt, dass der B den Wagen, der ihm nicht gehört, weiter veräußern kann, gutgläubig? Warum hat er da keine grobe Fahrlässigkeit? Anders als in Bezug auf die Eigentumsposition. Ja, weil die anderen Sportwagen sind ja auch übernommen. Ja,
In der Tat, der B verkauft auch die anderen Sportwagen in Kommission und dieser Wagen steht untrennbar unter denen, der ist also mitten drunter gemischt. Und woher soll er wissen, dass für diesen einzelnen Wagen etwas anderes gilt? Das heißt, der B hatte keinerlei Anlass, da nähere Erforschung anzustellen. Er ging davon aus, für den Wagen gilt dasselbe wie für alle anderen, nämlich, dass der K diesen Wagen weiter veräußern kann. Also war er gutgläubig bezüglich der Verfügungsbefugnis. Ist der Wagen hier möglicherweise abhanden gekommen nach 935 Absatz 1 BGB? Was bedeutet abhanden kommen? Ja. So ist es. Abhanden kommen nach 935 Absatz 1 setzt voraus, dass man den Besitz ohne seinen Willen verliert. Hier hat V aber den Besitz freiwillig an K überlassen. Er hat ihm den Wagen übergeben. Das heißt, K hat hier einen Wagen, der nicht abhandengekommen ist, veräußert und damit ist ein gutgläubiger Erwerb wirksam. Damit ist jetzt der B Eigentümer des Pkw geworden. Damit ist V nicht mehr Eigentümer und damit hat V auch keinen Herausgabeanspruch gegen B, denn dazu müsste er ja Eigentümer sein. Sie sehen, ein ganz einfacher Fall. Ja? Es gibt ein Problem, denn bisher haben wir über Kommission gesprochen. Es gibt aber auch im BGB eine andere Gestaltung, wie Sie fremde Sachen verkaufen können, die Sie im ersten Semester kennengelernt haben, nämlich 164 Absatz 1 Satz 1 BGB. Es kann nämlich sein, dass der Gebrauchtwagenhändler Ihnen sogar sagt, ich handle hier als Vertreter für V. Bei der dinglichen Einigung sagt er also nicht, ich handle hier im eigenen Namen, sondern er gibt eine Willenserklärung ab in fremden Namen. Er sagt, ich vertrete V und einige mich für den über den Eignungsübergang. Dann ist die Frage, ob für den Fall, wenn er es offenlegt, 366 Anwendung findet. Wenn Sie da oben auf den Wortlaut gucken, dann sagt 366, geschützt wird der Glaube an die Befugnis des Veräußerers, über die Sache für den Eigentümer zu verfügen. Das bezieht sich, wenn Sie es mit dem BGB vergleichen, auf 185 BGB. Da steht nämlich auch Verfügung eines Nichtberechtigten. Ja? Verfügung taucht an zwei Stellen auf, aber nicht in 164. 164 hat einen anderen Wortlaut. Da geht es um Handeln für einen anderen. Handeln in fremden Namen. Das heißt, die Norm erfasst den Fall vom Wortlaut her nicht. Wenn der Wortlaut aber nicht passt, können wir eine Analogie in Betracht ziehen. Die hat zwei Voraussetzungen, nämlich eine planwidrige Regelungslücke und eine vergleichbare Interessenlage. Und die planwidrige Regelungslücke wird hier daraus hergeleitet, dass man sagt, der HGB-Gesetzgeber hat vor dem BGB sein Gesetz gemacht. Das HGB ist älter als das BGB, das stammt von 1887. Das BGB ist also ein modernes Gesetz im Vergleich zum HGB. Und damals hat man auch nicht so sauber unterschieden zwischen Handeln in fremden Namen, Handeln unter fremden Namen und Handeln für einen anderen. Da hat man es alles auch in einen Topf geworfen. Diese präzise Sprache gibt es erst seit dem BGB und deshalb hat er es vielleicht nicht so gemeint. Das heißt, er hat gar nicht daran gedacht, was er eigentlich regelt und deshalb kann man das schon entsprechend anwenden. Die Materialien treffen dazu gar keine Aussage, dass das Problem überhaupt gesehen hat. Man könnte allerdings auf die Idee kommen, dass das Problem bereits hinreichend durch den Rechtsscheinschutz nach 54 und 56 HGB erfasst ist, wo nämlich steht, jemand gilt als ermächtigt, wenn er Handlungsvollmacht hat. Außerdem haben wir die Anscheinsvollmacht, das heißt, jemand, der regelmäßig Geschäft für einen anderen macht, gilt als befugt. Aber all das würde unseren Fall mit, ich gebe meinen Wagen dahin und der legt sogar offen, dass er für mich handelt, nicht umfassen. Das heißt, es gibt eine Regelungslücke, weil diesen konkreten Fall können wir mit den anderen Regeln nicht erfassen.
dann stellt sich nur die Frage, ist die Interessenlage vergleichbar? Und in beiden Fällen, ob der Ihnen jetzt sagt, hier, diesen Wagen kriegst du und Sie gucken in den Fahrzeugschein und sehen den Namen, oder ob der Ihnen sagt, ich handle hier für den, der da drin steht, haben Sie im Grunde die gleiche Position. In beiden Fällen wissen Sie, der ist auf jeden Fall nicht der Eigentümer. Entweder ist der draufsteht, oder ist der Ihnen gesagt worden ist. Und das heißt, für Sie macht es eigentlich keinen Unterschied. Für den belasteten Eigentümer, der gar nicht wollte, dass sein Auto verkauft wird, ist auch beides im Grunde egal. Er hat sein Auto freiwillig aus der Hand gegeben und damit riskiert er den gutgläubigen Erwerb. Und natürlich für den Erwerber, für den Kaufmann spielt es auch keine Rolle, ob er den Namen ausdrücklich sagt, ob er den auf Nachfrage sagt oder ob er sich aus dem Kfz-Schein ergibt. In allen Fällen ist der Kaufmann sozusagen hier der Böse in Anführungszeichen. Deshalb ist hier nach herrschender Meinung eine Analogie möglich. Planwidrige Regelungslücke, weil keiner daran gedacht hat, HGB ist zu alt. Und vergleichbare Interessenlage, weil aus Sicht des Erwerbers es keine Rolle spielt, aus Sicht des Kaufmanns es keine Rolle spielt und aus Sicht des belasteten Eigentümers irrelevant ist. Klar? Es gibt aber ein praktisches Problem, nämlich das Problem, was gilt denn, wenn man die analoge Anwendung des 366 auf die fehlende Vertretungsmacht bejaht. Und das Problem ist folgendes, der Kaufmann wird in diesen Fällen nicht nur in Bezug auf die dingliche Einigung vertreten, das heißt in Bezug auf die Eigentumsverschaffung, sondern regelmäßig auch in Bezug auf das schuldrechtliche Geschäft. Er vermittelt also einen Kaufvertrag zwischen dem Eigentümer und dem Erwerber. Wenn der Eigentümer aber nie Vertretungsmacht erteilt hat, dann ist der Kaufvertrag unwirksam. Einen gutgläubigen Kaufvertragsschluss gibt es nicht. Das heißt, der Erwerber hat zwar Eigentum erlangt, aber er hat keinen Rechtsgrund gegenüber dem bisherigen Verkäufer, gegenüber dem bisherigen Eigentümer, denn der Kaufvertrag ist ja unwirksam. Und ohne Rechtsgrund Eigentumserlangen bedeutet, man kann es zurückfordern nach 812 Absatz 1, Satz 1, erste Variante, etwas erlangt durch Leistung, und zwar hier durch Leistung des Eigentümers, denn der wurde ja vertreten. Wenn das so wäre, hätte man also die praktische Folge, der wird zwar Eigentümer, muss aber rückübertragen, das heißt, die ganze Sache würde nichts bringen. Um dieses Problem zu lösen, sagt die herrschende Meinung, bildet 366 Absatz 1 für die Fälle der Stellvertretung einen Rechtsgrund. Das heißt, wir tun so, als sei der Kaufvertrag wirksam, weil wir sonst die Wertung des 366 umgehen würden und dem eben nicht dauerhaftes Eigentum verschaffen würden. Daher müssen wir 366 1 doppelt analog anwenden. Erste Analogie in Bezug auf die Stellvertretung. Und zweite Analogie in Bezug auf das schuldrechtliche Geschäft. Ja? Doppelte Analogie. Fragen zu 366 Absatz 1 BGB? Keiner. Dann machen wir weiter mit 366 Absatz 2 BGB. 366 Absatz 2 BGB ist eine Sonderregelung zu 936 BGB. Da geht es um folgende Konstellation. Sie haben den Eigentümer, hier ist der Eigentümer, und der Eigentümer veräußert seine eigene Sache an einen gutgläubigen Erwerber. Das ist ja kein Problem, der muss ja nicht gutgläubig sein, sagen Sie. Hier gibt es aber auch wieder einen Dritten da oben, und der Dritte hat diesmal kein Eigentum, sondern ein beschränkt dingliches Recht. Das heißt zum Beispiel ein Pfandrecht oder ein Nießbrauch oder Sicherungseigentum. Was bedeutet das? Er hat das Recht, die Sache zu verkaufen und sich am Veräußerungserlös zu beteiligen. Das heißt Pfandrecht. Und der Erwerber weiß von diesem beschränkt dinglichen Recht nicht. Er ist also gutgläubig bezüglich des Fehlens der Beschränkung. Und dann sagt 936, das beschränkt dingliche Recht erlischt mit dem Erwerb des Eigentums.
wenn der Dritte in Ansehung des Rechts in gutem Glauben ist. Das heißt, wenn Sie nicht wissen, dass ein Dritter ein Pfandrecht hat, erlischt das Pfandrecht in dem Moment, wo Sie Eigentum erwerben. Das sagt 936 BGB. Pfandrechte erlöschen, wenn Sie gutgläubig sind und Eigentum erwerben. Gut. Warum erkläre ich Ihnen gerade wieder das BGB? Ganz einfach, weil 366 Absatz 2 ist eine Sonderregelung zu 936. Er sagt nämlich, auch da, wenn Sie wissen, dass es ein Pfandrecht an der Sache gibt, aber Sie darauf vertrauen, dass der Verkäufer befugt ist, ohne Vorbehalt des Rechtes zu verfügen, das heißt, dass er das Pfandrecht zum Erlöschen bringen kann, werden Sie genauso behandelt, als wüssten Sie gar nicht, dass es das Pfandrecht gibt. Das heißt, 366 Absatz 2 sagt im Grunde so etwas Ähnliches wie Absatz 1, aber nicht in Bezug auf das Eigentum, sondern in Bezug auf Pfandrechte, die in der Sache bestehen. Also Absatz 1 bezieht sich auf das Eigentum eines Dritten, Absatz 2 auf Pfandrechte oder Sicherungseigentum eines Dritten. In beiden Fällen sagt das HGB, reicht es auch aus, wenn Sie auf die Befugnis des Kaufmanns, diese Rechte zum Erlöschen zu bringen, vertrauen. Nicht schwierig, oder? Jetzt wird es schwierig. Alles, was bisher war, war noch relativ unspektakulär. Jetzt kommt 366 Absatz 3. Worum geht es? Es geht um den gutgläubigen Erwerb gesetzlicher Pfandrechte. Was müssen Sie sich darunter verstehen? Es gibt hier den X. Und der X gibt eine Sache bei einem Spediteur oder Lagerhalter oder Ähnlichem in Verwahrung. Und er zahlt die Miete nicht oder er zahlt die Transportkosten nicht. Dann kommt 366 Absatz 3 zum Tragen und der sagt, der Spediteur etc. kann diese Sache hier verwerten, um seine Forderung zu befriedigen. Er kann also hingehen und diese Sache versteigern lassen, um dadurch seine Lagerkosten wieder reinzuholen. Das Ganze geht zu Lasten des Eigentümers, der gar nicht davon wissen muss, dass seine Sache eingelagert worden ist. Das BGB kennt auch solche Pfandrechte, zum Beispiel in 647, den Sie hoffentlich letztes Semester gelernt haben. 647 sagt nämlich, wenn Sie zum Beispiel Ihre Uhr hier haben und die Uhr in die Werkstatt geben und der Uhrmacher schraubt da ganz viel drum und am Ende funktioniert die wieder und dann sagt er, es macht 500 Euro die Reparatur und Sie gehen dann dahin und sagen, das zahle ich aber nicht, dann darf der Uhrmacher A. Ihre Uhr behalten und B. wenn Sie nicht bezahlen, kann er diese Uhr zwangsversteigern lassen und kann aus der Zwangsversteigerung Ihrer Uhr seine Rechnung befriedigen. Sie kriegen also noch Geld und nicht mehr die Uhr zurück. Das sagt 647, der Unternehmer hat für seine Forderung aus dem Vertrag ein Pfandrecht an den von ihm hergestellten oder ausgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers, wenn sie bei der Herstellung oder zum Zweck der Ausbesserung in seinen Besitz gelangt sind. Das Problem dieser Regelung ist, dass hier ausdrücklich drinsteht, des Bestellers. Solange Sie also Ihre eigene Uhr zur Reparatur geben oder Ihren eigenen Laptop zur Reparatur geben, ist das kein Problem. Wenn Sie dagegen einen gemieteten Laptop oder eine gemietete Uhr in Reparatur geben oder ein gemietetes Auto, ist es nicht Ihre Sache. Und an fremden Sachen kann nach 647 kein Pfandrecht bestehen. 366 Absatz 3 sagt, für Kommissionäre, Sie erinnern sich, unser Autohändler, der Autos in eigenem Namen auf fremde Rechnung verkauft, des Frachtführers, zum Beispiel die Post, oder des Verfrachters, des Spediteurs, zum Beispiel das Umzugunternehmen, oder des Lagerhalters, das heißt derjenige, der ein gewerbliches Lager betreibt und da Sachen verwahrt, steht hinsichtlich des Schutzes des guten Glaubens einem gemäß Absatz 1 durch Vertrag erworbenen Pfandrecht gleich. Das bedeutet, auch dann, wenn er davon ausgeht, dass derjenige die Ware eingelagert hat,
Eigentümer ist, wird er so behandelt, als sei es wirklich das Eigentum seines Vertragspartners. Er wird also darauf geschützt, dass er vertraut, dass derjenige, der Sachen einlagert, auch seine eigenen Sachen einlagert und keine fremden. Und weil das so ist, kann er dann auch diese Sachen versteigern. Ausnahme 366 Absatz 3 Satz 2, das gilt nicht für das Gut, das nicht Gegenstand des Vertrages ist, aus dem die durch das Pfandrecht eine Forderung herrührt. Das heißt, wenn der 10 Sachen eingelagert hat und jedes Mal einen eigenen Vertrag geschlossen hat, darf man immer nur den Gegenstand, der zu dem Vertrag gehört, erfassen. Man kann also nicht sozusagen alle Sachen, die der irgendwie aufgrund irgendeines Vertrages eingelagert hat, verwerten, sondern nur den einzelnen Vertrag, wenn er da nicht bezahlt hat. Wenn Sie diese Regelung sehen und dann die BGB-Regelung sehen, dann kommen Sie vielleicht auf die Idee, dass Sie sagen, warum ist die Lage eigentlich anders bei dem Uhrmacher oder bei der Autowerkstatt als bei dem Lagermenschen? Der Lagermensch kann fremde Sachen versteigern, um seine Schulden zu decken. Der Uhrmacher oder die Kfz-Werkstatt kann das nach 647 BGB nicht. Deshalb könnte man auf die Idee kommen, dass man da vielleicht irgendwie auch eine Analogie in Betracht zieht. Und dazu habe ich Ihnen diesen tollen Fall hier mitgebracht. B hat sein Auto zur Sicherheit an die Bank S übereignet. S wie Sparkasse. B erteilt der Werkstatt U einen Auftrag zum Einbau eines Austauschmotors und zur Lackierung des Fahrzeugs. Nach Vornahme der Reparatur kosten 9.000 Euro, aber vor der Zahlung verschwindet B unauffindbar, untergetaucht. U verlangt nun von S, der Sparkasse, die Herausgabe des Kfz-Briefs und die Duldung der Verwertung des Pkw zur Befriedigung seiner Forderung von 9.000 Euro. Mit Erfolg. Nochmal, U steht für Werkunternehmer, Werkstatt. B steht für Werkbesteller, das heißt der Vertragspartner der Werkstatt. Und S steht für Sicherungsnehmer, Sparkasse, die Bank, die wirklich Eigentümer des Pkw ist. Und man prüft jetzt ganz sauber, gibt es einen Anspruch gegen die Bank auf Duldung der Versteigerung des Pkw. Und dazu gibt es in der Tat im BGB eine Norm, die Sie jetzt lernen und direkt wieder vergessen können, nämlich 1231. Und 1231 sagt, wenn ein Pfandrecht in einer Sache besteht, dann kann der Inhaber des Pfandrechts die Duldung der Verwertung verlangen. Er kann also verlangen, dass der Eigentümer bei der Verwertung sich nicht wehrt. Das setzt aber voraus, da steht ein Pfandrecht besteht, dass überhaupt jemals ein Pfandrecht an dem Pkw entstanden ist. Einverstanden? Wodurch entsteht ein Pfandrecht? Nun, das steht auch im BGB, nämlich ein paar Paragraphen vorher. Gucken Sie mal 1204. Wann entsteht ein Pfandrecht und wie begründet man ein Pfandrecht? Ja? Entweder durch Vereinbarung oder durch gesetzliche Anordnung. Ja. Entweder durch Einigung und Übergabe, also genauso wie den Eigentumserwerb. Sie einigen sich darauf, dass ein Pfandrecht bestellt werden soll und übergeben die Sache. Oder wenn es im Gesetz eine Regelung gibt, die das anordnet. Haben wir hier eine Einigung über die Bestellung eines Pfandrechts? Haben die hier laut Sachverhalt über ein Pfandrecht gesprochen? Ausdrücklich, konkludent, irgendwie? Steht da was von drin?
Wenn irgendjemand das Wort Pfandrecht benutzt, im ganzen Fall, können Sie mal grob überfliegen, steht das da drin? Nein. Gut. Nachdem wir diese Frage geklärt haben, gibt es vielleicht eine gesetzliche Regelung, aufgrund derer ein Pfandrecht entstanden sein könnte? So ist es. Es könnte hier ein Fall von 647 BGB vorliegen. Das setzt voraus einen wirksamen Werkvertrag. Haben wir hier einen Werkvertrag? Ja, zwischen U und B. Aber was ist die Rechtsfolge? Woran entsteht das Pfandrecht, wenn Sie mal 647 sich ansehen? An den Sachen, die dem Besteller gehören. Und ja. Das Fahrzeug war hier im Eigentum nicht des Bestellers, sondern der Bank. Deswegen hat es ja auch von da zum Pfandrecht erworben werden. So ist es. Laut 647 entsteht das Pfandrecht an den beweglichen Sachen des Bestellers. Das heißt, an Sachen des B. Das Auto gehörte aber nicht B, sondern das Auto gehörte S. Das heißt, am Auto der S konnte kein Pfandrecht nach 647 entstehen. Jetzt gibt es die Variante, dass manche Leute sagen, na ja, aber gucken wir mal in 185 BGB. sagt, auch wenn jemand, der nicht berechtigt ist, über eine Sache verfügt, kann diese Verfügung unter bestimmten Umständen wirksam sein, nämlich wenn der Berechtigte einwilligt oder das Geschäft nachträglich genehmigt. Die Berechtigte hier ist die Sparkasse S. Die Frage ist, haben wir eine Verfügung im Sinne von 185? Was ist denn eine Verfügung? Das habe ich sogar letzte Woche erklärt, steht auf der ersten Folie aus diesem Foliensatz. Was ist eine Verfügung? Recht wird aufgehoben, übertragen, verändert oder also, ein Recht wird übertragen, aufgehoben, inhaltsgeändert oder übertragen. Das ist eine Verfügung. Haben wir hier eine Aufhebung, Übertragung, Inhaltsänderung oder Belastung? Was könnte es von den vier Sachen sein? Wird hier das Eigentum übertragen? Nein. Wird das Eigentum aufgehoben? Nein. Wird der Inhalt des Eigentums verändert? Nein. Wird das Eigentum belastet möglicherweise? Liegt hier eine Belastung des Eigentums vor? Das wird ja gerade durch 185 überwunden. 185 sagt, ich kann an fremden Sachen ein Pfandrecht bestellen, wenn der Eigentümer mir das vorher erlaubt. Also wenn wir sagen, bring die Sache bitte beim Pfandhaus vorbei, ich gehe dahin und gebe die im Pfandhaus ab, dann darf ich das, weil sie mir es erlaubt haben. Genau das sagt 185. Ich darf also über fremde Sachen verfügen, also fremde Sachen auch belasten, wenn der Eigentümer einverstanden ist. Es scheitert also nicht daran, dass eine Belastung vorliegt. Ein Pfandrecht ist eine Belastung. Und es scheitert auch nicht daran, dass man das nicht darf. Es gibt ein praktisches Problem bei 185. Was setzt er nämlich voraus? Was meint er, wenn er von Verfügung redet? Verfügung ist nicht nur unbedingt jede Belastung, die irgendwie durch Zufall eintritt, sondern worauf muss diese Belastung gerade beruhen? Wenn Sie zum Beispiel eine Sache verlieren, verlieren Sie auch Besitz,
aber es ist keine Verfügung. Was setzt eine Verfügung noch voraus, außer dass sie möglicherweise eine Position verlieren? Es muss bewusst vorgenommen werden. Man könnte es auch anders sagen, es muss auf einem Rechtsgeschäft beruhen. Es muss also eine rechtsgeschäftliche Belastung sein. Hier beruht das Pfandrecht aber nicht darauf, dass er es will. Er schließt keinen Vertrag über die Bewohnung eines Pfandrechts ab, sondern er schließt einen Werkvertrag ab. Der Inhalt des Vertrages ist nicht, dass ein Pfandrecht entstehen, sondern es soll die Sache repariert werden. Die Reparatur einer Sache ist aber keine Belastung. Trotzdem sagen viele Leute, findet 185 hier analoge Anwendung, weil es von der Wertung her keinen Unterschied machen kann, ob ich es direkt im Pfandhaus abgebe oder ob ich es in die Werkstatt gebe, wo das Ergebnis das ähnliche ist, dass ich nämlich quasi eine Reparatur kriege, aber dadurch die Sache belastet wird. Dann stellt sich aber die zweite Frage, selbst wenn das so wäre, dass wir hier 185 auf die gesetzliche Entstehung des Pfandrechts analog anwenden, haben wir hier eine Einwilligung oder eine Genehmigung durch S? Hat S gesagt, das darfst du ausdrücklich oder konkludent? Was meinen Sie? Gibt es eine Willenserklärung der Bank? Ja, du darfst das Auto in die Reparatur geben und dadurch ein Pfandrecht begründen. Lass das Auto ruhig reparieren. Was sagen Sie dazu? Die Bank muss doch eigentlich ein Interesse haben, dass das Auto erhalten wird und dass der Wert nicht gemindert wird und das Auto auch weiterhin fährt, wenn es nicht fährt. Und und wenn die Bank es irgendwie später verkaufen möchte, dann bringt es ihnen ja nichts, wenn das Auto nicht mehr fährt. Ja, also grundsätzlich hat die Bank durchaus ein Interesse daran, dass das Auto regelmäßig repariert wird. Frage: Würden Sie sagen, im konkreten Fall hat die Bank also konkludent eingewilligt, das heißt eine konkludente Willenserklärung abgegeben, gib das ruhig in Werkstätten und lass es reparieren, hier für 9.000 Euro. So eine Art Generaleinwilligung, mach was du willst. Ja, hier geht es um eine wesentliche Veränderung des Autos, die nicht notwendig ist zu dessen Erhalt. Das heißt, selbst wenn die Bank konkludent eingewilligt haben sollte, hätte sie nicht in grundlegende Änderungen eingewilligt, was zu viel des Guten ist sozusagen. Stattdessen riskiert sie ja hier das Auto komplett zu verlieren und damit deckt sich das nicht mit ihrem Willen und damit greift 185 BGB nicht ein. Dann kommen wir zu der Frage, ob man möglicherweise im guten Glauben daran, dass das Auto B gehört, geschützt wird. Ist also U schutzwürdig im Hinblick auf die Annahme, dass B Eigentümer des Autos ist? Ja? Und man könnte zunächst mal auf die Idee kommen, § 1207 BGB anzuwenden, der nämlich sagt, man kann auch Pfandrechte gutgläubig erwerben. Allerdings bezieht er sich gerade nur auf den 1204, das heißt auf die Entstehung eines Pfandrechts durch Vertrag, das heißt auf die Entstehung eines rechtsgeschäftlichen Pfandrechts. Allerdings sagt 1257 BGB, auf ein bereits entstandenes Pfandrecht finden die Regeln über das vertragliche Pfandrecht entsprechende Anwendung. Allerdings, eben steht da drin, entstandenes Pfandrecht.
Und entstandenes Pfandrecht bedeutet, es gibt das gesetzliche Pfandrecht schon. Und damit ist 1207 nicht erfasst, denn die betrifft ja erst die Entstehung. Und damit nützt uns also dieser 1257 in Verbindung mit 1207 gar nichts. Und damit kommen wir jetzt endlich nach dieser ganzen BGB-Vorrede ins HGB. Denn welche Regelung aus dem HGB könnten wir hier möglicherweise heranziehen? Welche Regelung aus dem HGB können wir hier entsprechend heranziehen? Nicht so schwierig, weil es links am Rand der Folie steht. Na? Ja, 366 Absatz 3. 366 Absatz 3 Satz 1 HGB. Greift der unmittelbar für unseren Fall des Werkunternehmers? Wenn Sie da reingucken, was stellen Sie fest? Ja. Ja, in der Tat, in 366 Absatz 3 steht ausdrücklich drin, Verfrachter, Lagerhalter, Spediteur und Kommissionär, aber eben nicht Werkunternehmer oder Vermieter. Wenn das aber nicht da drin steht, was kann man dann möglicherweise machen? Ja, in der Tat, man könnte eine Analogie übernehmen. Das setzt voraus eine planwidrige Regelungslücke. Es steht nicht drin, also eine Regelungslücke haben wir auf jeden Fall. Fraglich ist, ob diese planwidrig ist. Dazu müssen wir den Plan des Gesetzgebers kennen. Und wenn Sie ein Gesetz haben, ein Schönfeld oder ähnliches, haben Sie eine Fußnote am 366 dran, wo drin steht, dass der mal geändert worden ist. Haben Sie die? Bei Ihnen im DTV-Text wahrscheinlich nicht, oder? Nein, keine Änderungsfußnote. Doch, gibt es eine Änderungsfußnote? Ja. Was steht da? Zwecktexte im DTV-Panel. Na toll. Das ist natürlich überflüssig. Nein, aber in der Tat, die Norm ist geändert worden, erst vor wenigen Jahren. Und obwohl die Norm komplett umformuliert ist, der 366 Absatz 3, ist da nicht der Werkunternehmer und nicht der Vermieter reingeschrieben worden. Und das, obwohl dem Gesetzgeber ein über 100 Jahre währender Streit bekannt gewesen ist. Und das ist ein wesentliches Argument, was dagegen spricht, dass es planwidrig ist. Denn wenn der Gesetzgeber eine Regelung umformuliert, aber sozusagen das nicht erweitert auf die Sachen, die umstritten sind, spricht es dafür, dass er die Sachen, die umstritten sind, auch nicht regeln wollte. Das zweite praktische Problem an dieser Regelung ist, dass die Fälle nicht zwingend vergleichbar sind. Weil die Leute im HGB sich dadurch auszeichnen, dass sie eben nur verwahren, nur transportieren und ähnliches, während der Werkunternehmer sich ja intensiv mit der Sache auseinandersetzen muss, der muss daran rumbasteln und rumschrauben. Das heißt, wenn er allzu viel tut, wird er sogar Eigentümer nach 950 BGB, ansonsten ist er aber hier nicht dadurch geschützt. Es gibt noch eine zweite Argumentationsbegründung, die auch ganz toll mit dem Wortlaut vorgeht. Wenn Sie sich die Regelung angucken, dann steht da, steht hinsichtlich des Schutzes des guten Glaubens, und jetzt kommt es, einem gemäß Absatz 1 durch Vertrag erworbenen Pfandrecht gleich. Wenn in 366 Absatz 3 aber steht, einem gemäß Absatz 1 erworbenen Pfandrecht, dann gucken Sie mal in 366 Absatz 1, und 366 Absatz 1 regelt gerade nicht den gutgläubigen Erwerb vom Eigentümer,
sondern es regelt nur den gutgläubigen Erwerb von einem vermeintlich Verfügungsbefugten. Das heißt, 366 Absatz 3 würde nur den Fall erfassen, dass ich eine Sache ins Lager gebe, von der ich behaupte, ich bin zwar nicht Eigentümer, aber der Eigentümer hat es mir erlaubt. Wenn ich dagegen behaupte, ich sei Eigentümer, würde 366.3 nicht anwendbar sein. Ja, nochmal, 366.1 erwähnt ausdrücklich nur den Fall, dass ich sage, ich bin zwar nicht Eigentümer, aber der Eigentümer hat es mir erlaubt. Weil 366.3 sagt, einem gemäß Absatz 1 erworbenen Pfandrecht, bezieht er sich also nur auf den Fall, dass ich mich als Eigentümer ausgebe, dass ich sage, der Eigentümer hat es mir erlaubt, nicht aber auf den Fall, dass ich sage, ich bin der Eigentümer. Die Regelung muss also ohnehin voraussetzen, dass es einen gutgläubigen Erwerb von Pfandrechten gibt, denn sonst hätte man eine ganz komische Ungleichbehandlung. Und daraus folgern wiederum einige Leute, wenn hier ohnehin schon vorausgesetzt wird, dass es einen guten Glauben ans Eigentum gibt, der geschützt ist, dann gilt der ja ohnehin im BGB und die Erweiterung des 366.3 gilt ausschließlich in Bezug auf die Verfügungsbefugnis. Die herrschende Meinung sagt, es ist alles Quatsch und 366.3 erfasst wirklich nur die vier dort genannten Fälle und sonst leider nichts. Ergebnis ist, nach herrschender Meinung, man kann kein Pfandrecht gutgläubig dadurch erwerben, dass man eine fremde Sache in Reparatur nimmt. Wenn man eine fremde Sache in Reparatur nimmt, ist man selber schuld. Was aber zulässig ist, auch nach herrschender Meinung, ist, dass Sie ein vertragliches Pfandrecht begründen. Wenn also der Werkunternehmer sagt, räum mir bitte ein Pfandrecht ein, und der B sagt, ja, das darfst du, entsteht ein wirksames vertragliches Pfandrecht. Und das kann man sogar per AGB bestellen. Das heißt, die ganzen Werkstätten haben in AGB drinstehen, es wird ein Pfandrecht an allen Sachen bestellt, die zur Reparatur abgegeben werden. Und wenn Sie jetzt ganz besonders schlau sind, ja, dann erkennen Sie, dass das eine total miese Masche ist. Denn diese AGB-Klausel hat folgende Bewandtnis. Wenn der Mensch, der seine Sache in die Reparatur gibt, wirklich Eigentümer ist, entsteht nach 647 ohnehin ein Pfandrecht. Einverstanden? Wenn ich meine eigenen Sachen reparieren lasse, brauche ich kein vertragliches Pfandrecht, dann entsteht automatisch ein gesetzliches Pfandrecht. Das heißt, das vertragliche Pfandrecht läuft eigentlich leer, denn die Krieger selber geben es automatisch durch Gesetz. Das vertragliche Pfandrecht entfaltet dann Wirkung, wenn ich eine fremde Sache in Reparatur gebe. Gebe ich also eine fremde Sache in Reparatur, entsteht das gesetzliche gerade nicht, das vertragliche aber schon wegen Gutgläubigkeit nach 1207. Soweit klar? Das ist aber natürlich ein Missbrauch, weil das ein Vertrag zulasten Dritter. Ich sage nämlich, räume bitte ein Pfandrecht ein, für den Fall, dass es nicht deine Sache ist. Wenn es deine Sache ist, brauchst du es eigentlich nicht, aber für den Fall, dass du eine fremde Sache in Reparatur gibst, räume mir bitte ein Pfandrecht ein, zu Lasten des wahren Eigentümers. Trotzdem sagt die Rechtsprechung, ist das wirksam, mit der Folge, dass diese ganze Diskussion um die Frage, kann man ein gesetzliches Pfandrecht gutgläubig erwerben, dann irrelevant wird, wenn die Werkstatt gute AGB hat. Das heißt, die AGB, die sagt, an fremden Sachen entsteht ein Pfandrecht, ist wirksam, weil sie dem wirtschaftlichen Interesse entspricht und damit keine unzumutbare Benachteiligung im Sinne von 307 ist. Oh je, jetzt gehen schon wieder Leute. So, dann machen wir jetzt den Sachenrecht schnell fertig, dann können wir was Spannenderes machen. Kommen wir zur letzten Regelung aus dem Sachenrecht. 793 BGB ist eine Regelung aus dem Schuldrecht. Und die sagt, Sie können Papiere ausstellen, wo drin steht, an den Überbringer dieses Papiers zahle bitte so und so viel Euro. Das nennen wir Schuldschein. Schuldverschreibung auf den Inhaber besteht darin, da steht drin, jeder, der diesen Schein vorlegt, bekommt so und so viel Euro. Das machen Sie und wenn Sie einen solchen Schein haben,
dann kann jeder, der den Schein vorliegt, auch diese Forderung geltend machen. Solche Scheine werden ganz normal übertragen durch Einigung und Übergabe. Das heißt, sie sagen, willst du Eigentümer dieses tollen Schuldscheins werden? Der andere sagt ja und schon wird er Eigentümer. Das kennen Sie alles. 935 BGB sagt, solche Schuldscheine können nicht abhanden kommen. Wenn Sie den Schuldschein also verlieren oder gestohlen wird, kann man ihn trotzdem gutgläubig erwerben. Ja? Genauso wie Geld. Wenn Ihnen das Geld aus dem Portemonnaie gestohlen wird, kann das gutgläubig erworben werden. Weil sonst wäre die Umlauffähigkeit solcher Urkunden eingeschränkt. Einverstanden? 935 Absatz 2. Und davon, von dieser komplizierten Regelung, macht das HGB eine Ausnahme. Das HGB sagt nämlich, ich kann ein Inhaberpapier nicht gutgläubig erwerben, wenn im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist, dass das Papier verloren ist und seit dieser Bekanntmachung nicht mehr als ein Jahr verstrichen ist. Der Grund dafür ist ganz einfach. Man sagt, Kaufleute können auch mal nachgucken, ob das auf der schwarzen Liste steht. Und wenn es auf der schwarzen Liste steht, sind sie nicht mehr schutzwürdig. Der Kaufmann muss also prüfen, ob ein ihm vorgelegter Schuldschein als verloren gemeldet worden ist. Und wenn ja, kann er sich nicht darauf berufen, er wusste von nichts. Toll, ich bin ganz begeistert. Ich sehe die Begeisterung hier über Sachenrecht. Deshalb kommen wir jetzt wieder zum Schuldrecht zurück und wir gucken uns an die Sonderregelung zu Abtretungsverboten. Dazu das BGB AT, erstes Semester, 137. Die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht kann nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. Das bedeutet, Sie können keinen Vertrag schließen, der mit dinglicher Wirkung verhindert, dass jemand Eigentum übertragen kann. Übereignen Sie also jemandem Ihr Fahrrad, dann kann der das weiter übereignen, selbst wenn Sie das nicht wollen. Bei Fahrrädern mag das nachvollziehbar sein, das gilt aber auch für Hunde und Pferde. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr Lieblingspferd genannt Wendy. Und Wendy und Sie haben eine enge emotionale Bindung. Aber weil Sie jetzt hier in Bonn Jura studieren und Wendy irgendwo in Hamburg steht und Sie jemanden haben möchten, der Wendy auch regelmäßig reitet, haben Sie sich schweren Herzens entschieden, Wendy an Ihre Cousine Freddy zu verkaufen. Cousine Freddy und Wendy kommen aber nicht gut miteinander aus und Wendy beißt Freddy in den Finger. Ja, ein Drama ohne Ende. Und daraufhin entschließt sich Ihre Cousine Freddy, Wendy zu verkaufen an die Metzgerei, damit sie Pferdewurst daraus machen. Ne? Wie du mir, so ich dir, du beißt mir den Finger und ich esse dich als Wurst. So müssen Sie das vorstellen. Und das finden Sie nicht so gut. Weil Sie aber schon im ersten Semester schlaue Juristinnen waren, haben Sie dann von vornherein Ihren Kaufvertrag reingeschrieben, das Pferd darf auf keinen Fall an eine Metzgerei übereignet werden. Das steht in dem Vertrag drin. Und sagen Sie, ha, hier steht es drin, ganze Übereignung unwirksam, Eigentumserwerb der Metzgerei minus. Und das verhindert 137. Diese Vertragsklausel wirkt nicht zulasten der Metzgerei. Die Metzgerei wird Eigentümer und darf Wendy zur Wurst verarbeiten. Ja, jetzt weinen Sie, es ist aber Schicksal. Interessanterweise, die Wirksamkeit einer Verpflichtung wird nicht berührt. Das heißt, die Cousine, die Wendy der Metzgerei verkauft hat, muss Ihnen Schadensersatz leisten. Aber das nützt Ihnen auch nichts mehr, wenn das Pferd erst zur Wurst verarbeitet ist. So ist das. Das sagt das BGB AT. Letztes Semester, Sie sehen, das nimmt hier so ganz umfangreiche Züge an, erstes Semester die Norm, zweites Semester haben wir über Schuldrecht gesprochen, 399 BGB. Und 399 BGB sagt, Sie können die Abtretung einer Forderung wirksam verhindern durch Vereinbarung. Sie können also vereinbaren, meine Forderungen dürfen nicht abgetreten werden. Das kann zum Beispiel ganz interessant sein, wenn Ihnen die Forderung peinlich ist. Zum Beispiel, wenn Sie regelmäßig bei der Telefonsex-Hotline anrufen, dann können Sie mit denen vereinbaren, dass Ihre Forderung nicht abgetreten wird. An ein Inkasso-Unternehmen zum Beispiel.
Das mag für den Ehrenschutz relevant sein. Das sagt 399, diese Verfügung ist dann wirksam verhindert. Das heißt, die Abtretung ist mit dinglicher Wirkung unwirksam. Die Forderung kann nicht übertragen werden, wenn Sie die Abtretung ausgeschlossen haben. Also hier, beim Eigentum geht das nicht, bei Forderung geht das schon. Eigentum nicht, Forderung schon. Ja? BGB AT, Schuldrecht AT. Gut. Und jetzt kommen wir endlich zum HGB, nein, nicht ganz. Warum ist es anders geregelt? Man sagt, das Eigentum soll immer weiter übertragen werden können. Bei Forderungen, die werden irgendwann bezahlt, dann ist die Sache erledigt. Da gibt es also nicht das Interesse, dass die ewig weiter verkauft werden müssen. Eine Forderung kann durchaus bei einer Person bleiben. Sobald sie einmal gezahlt ist, die Sache eh erledigt. Da gibt es also keinen wirtschaftlichen Grund, dass man die weiter übertragen können muss. Zum Zweiten, das Eigentum hat auch einen Vertrauenstatbestand. Es gibt nämlich irgendwo eine Sache, an der Eigentum besteht. Bei Forderungen gibt es nur Gerede, da gibt es vielleicht irgendwo mal eine Urkunde, aber es gibt nichts, worauf man bei Forderungen vertrauen kann. Und deshalb gibt es da auch kein Interesse, den Verkehr zu schützen. Und last but not least ist bei Eigentum immer der Eigentümer, der belastet, der verliert sein Eigentum. Und einen Dritten gibt es nicht. Dass Sie mit Wendy eine emotionale Bindung haben, ist von unserer Rechtsordnung nicht anerkannt. Emotionale Bindungen sind nicht rechtlich schutzwürdig. Bei der Abtretung haben wir aber immer ein Drei-Personen-Verhältnis. Nämlich, wir haben den Gläubiger, wir haben den Schuldner und wir haben den Zessionar, der die Forderung hinterher kriegt. Und der Schuldner, der wird gar nicht gefragt, ob seine Forderung abgetreten wird und deshalb darf der das verhindern. Wendy selber wird auch nicht gefragt, aber Wendy ist halt ein Pferd und Pferde dürfen nichts sagen. So, das ist BGB. Aber wir machen ja hier nicht BGB, wir machen HGB und wir fragen uns, was kann das HGB an diesen tollen Grundsätzen ändern? Es hat eine Sonderregelung in 354a HGB. Und 354a ist eine ganz verworrene Regelung. Die sagt nämlich, ist die Abtretung einer Geldforderung durch Vereinbarung mit dem Schuldner ausgeschlossen? Das heißt, der Schuldner hat gesagt, bitte meine Forderung nicht abtreten. Und ist das Rechtsgeschäft, das diese Forderung begründet hat, für beide Teile ein Handelsgeschäft? Das heißt, der Schuldner ist Kaufmann, der Gläubiger ist Kaufmann und für beide gehört das Rechtsgeschäft zu deren konkretem Gewerbe. Oder ist der Schuldner eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentliches Sondervermögen? Das heißt, wenn Sie was mit der Uni dealen, nützt Ihnen das Abtretungsverbot der Uni auch nichts. So ist die Abtretung gleichwohl wirksam. Wir können auch so formulieren, ein Abtretungsverbot unter Kaufleuten ist grundsätzlich unwirksam. Jetzt kommt aber Satz 2. Der Schuldner kann jedoch mit befreiender Wirkung an den bisherigen Gläubiger leisten. Abweichende Vereinbarungen sind unwirksam. Was soll uns die Regelung sagen also? Ein Dritter kann Inhaber der Forderung werden. Der Schuldner muss sich aber darum nicht kümmern, selbst wenn es ihm gesagt worden ist, er darf weiterhin an den alten Gläubiger leisten. Wenn Sie das als Prüfungsschema sich angucken, brauchen Sie also erstens eine Abtretung. Zweitens, die Grundlage der Forderung, die abgetreten wurde, ist ein beiderseitiges Handelsgeschäft. Das heißt, es gibt zwei Kaufleute. Drittens, es muss ein vertragliches Abtretungsverbot vorliegen. Viertens, der Gläubiger darf nicht eine Bank sein. Das sagt 354a Absatz 2, den interessiert uns aber eigentlich nicht. Und dann ist die Rechtsfolge, das Abtretungsverbot ist unwirksam und der Schuldner darf trotzdem an den ursprünglichen Gläubiger leisten, von dem dann der neue Gläubiger das Geld herausverlangen kann nach 816 Absatz 2 BGB. Warum gibt es diese Regelung? Nun, weil die Idee ist, der Lieferant kann die Forderung sonst nicht mehr zur Sicherung verwenden. Typischer Fall ist, wenn Sie ein Unternehmen haben, dann treten Sie die Forderung gegen Ihre Kunden an die Bank ab, um Ihre Darlehen zu sichern. Die Bank zahlt Ihnen also heute 100.000 und Sie sagen, zur Sicherheit kriegst du alle Forderungen gegen meine Kunden und wenn ich nicht zahle, kannst du das Geld von meinen Kunden holen.
Daraufhin gibt die Bank Ihnen 100.000 heute und Sie müssen nicht warten, bis Ihre schlampigen Kunden auch mal ihre Rechnungen bezahlen. Wenn aber da Abtretungsverbote vereinbart sind, haben Sie das praktische Problem, Sie können diese Sicherungsabtretung nicht durchführen, die Bank gibt Ihnen also kein Darlehen und Sie können sich nicht finanzieren. Das hat für Sie also zwei Vorteile. Erstens können Sie Inkasso betreiben und zweitens haben Sie die Möglichkeit, einen verlängerten Eigentumsvorbehalt zu vereinbaren. 354a Absatz 1 Satz 2 gewährt einen weitgehenden Schutz. Der schützt nämlich den Schuldner auch dann, wenn er weiß, dass ein neuer Gläubiger da ist, während 407 und 406 nur bei Gutgläubigkeit schützen. Das heißt, man kann auch nach Kenntnis der Aufrechnung an den alten Gläubiger leisten. Und das kann auch eine Aufrechnung sein, nicht nur die Erfüllung in Natur. Das war das Thema Handelsrecht und Sachenrecht. Und wir machen direkt weiter mit dem spannenden Thema M&A. Fangen wir an mit der einfachen Frage, worum geht es bei M&A und warum machen wir das überhaupt? Wir machen das, weil das im JAG NRW drinsteht. Da steht nämlich drin, Sie müssen kennen die Handelsfirma und die Handelsfirma umfasst auch die 25 bis 28 HGB, die den Übergang eines Unternehmens regeln. Fangen wir an mit etwas, was dann letztes Semester schon hätte machen können, nämlich mit Kaufrecht. Sie können nicht nur Kugelschreiber, Grundstücke und Pferde kaufen, sondern auch ganze Unternehmen. Und ganze Unternehmen können Sie kaufen auf zwei Arten. Entweder im Wege eines sogenannten Asset Deal. Das heißt, Sie sagen, ich kaufe alles, was ihr da habt. Ich kaufe die Gesamtheit der LKWs, Kugelschreiber, Werbeposter, Visitenkarten. Ich kaufe alles. Sie können aber auch einen sogenannten Share Deal machen. Das heißt, Sie kaufen einfach alle Aktien oder alle GmbH-Geschäftsanteile. Der Unterschied ist, der Asset Deal ist ein Kauf eines sonstigen Gegenstandes. Das heißt, eine Gesamtheit von Sachen und Rechten. 10 Sachen, 10 Rechte, 10 Patente, 10 Geschäftsgeheimnisse, die kaufen einfach alles. Der Share Deal ist dagegen ein Rechtskauf. Das bedeutet, Sie kaufen nur die Aktien. Was sich dahinter verbirgt, weiß man nicht. Da kriegen Sie halt alles, was der AG oder GmbH gehört, mittelbar, indem Sie die GmbH erwerben. Das BGB-Kaufrecht passt allerdings nicht perfekt auf Unternehmenskaufverträge. Das fängt schon beim Sachmangelbegriff an. Wenn Sie sich 434 Absatz 1 Satz 1 angucken, dann haben Sie bereits Gewährleistungsrechte, wenn auch nur am kleinsten Teil irgendwas kaputt ist. Sie kaufen also alles, was der Bayer AG gehört und irgendwo ist ein Bleistift mit abgebrochener Mine, dann können Sie nach 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 sagen, das ist nicht die übliche Beschaffenheit eines Bleistifts. Ein Bleistift hat normalerweise keine abgebrochene Mine. Und deshalb mache ich jetzt meine Gewährleistungsrechte geltend. Bitte spitz den wieder an und sorgt dafür, dass dieser Bleistift funktioniert. Und das können Sie mit jedem einzelnen Gegenstand theoretisch machen. Dass das nicht so sein kann, liegt auch auf der Hand. Denn wenn Sie ein Unternehmen kaufen, gibt es mehr als einen Bleistift. Das heißt, die kämen aus dem Nachbessern gar nicht mehr raus. Jetzt könnte man da herauskommen, wenn jemand sagt, wir haben eine Beschaffenheitsvereinbarung, die sagt, das ist alles irgendwie ein bisschen okay, ein paar Fehler erlauben wir uns. Aber diese Beschaffenheitsvereinbarung wäre viel zu unbestimmt. Ein paar Fehler erlauben wir uns, ist alles irgendwie okay. Versuchen Sie das mal vor Gericht irgendwie durchzufechten. Stattdessen geht die herrschende Meinung hin und sagt, wir müssen gucken, ob das die übliche Verwendung nicht des einzelnen Bleistifts, sondern die Verwendung des Unternehmens als Gesamtheit beeinträchtigt. Hindert also ein zerbrochener Bleistift, dass Sie ein Unternehmen führen können.
Und dann lautet die Antwort, nein. Hindern 100 zerbrochene Bleistifte das? Im Zweifel auch noch nicht. Aber wenn zum Beispiel sich herausstellt, Sie kaufen ein Bauunternehmen und der einzige Kran des Bauunternehmens ist Schrott, dann hindert das schon den Bau eines Hauses, weil ohne Kran wird es schwer mit dem Bauen. Das heißt, Sie müssen immer gucken, ist die übliche Verwendung des Unternehmens gefährdet? Dann 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, sonst nicht. Absatz 1 Satz 1, selbstverständlich geht das, Sie können Beschaffenheit vereinbaren. Und Beschaffenheit ist hier ganz weit zu verstehen. Sie können zum Beispiel vereinbaren Umsatzzahlen. Sie können sagen, der durchschnittliche monatliche Umsatz beträgt so und so viel Euro. Wenn Sie das vereinbaren und es ergibt sich eine erhebliche Differenz, ist das ein Sachmangel nach 434 Absatz 1 Satz 1. Das zweite Problem ist, es passen nicht nur die Tatbestandsvoraussetzungen des 434 nicht unbedingt, es passen auch die Rechtsfolgen des 437 nicht. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, Nachlieferung geht ja ohnehin nicht. Es gibt nicht fünf Unternehmen, die alle gleich sind, sagen, nimm halt ein anderes. Aber auch die Nachbesserung ist problematisch, denn Sie wollen ja nicht, dass der Verkäufer ständig rumläuft und bei Ihnen irgendwie die Bleistifte anspitzt. Das heißt, die Nachbesserung klappt nicht. Aber auch der Rücktritt wäre ein ziemliches Desaster, denn wenn Sie alle Sachen wieder rückabwickeln müssen, das kostet enorm viel Zeit und Geld, das klappt also auch nicht. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist die Minderung und da haben Sie auch ein Berechnungsproblem. Beim Schadensersatz wird gesagt, weil die Folgen unabsehbar sind, gerade bei den geschätzten Umsatzzahlen oder den Folgen von Patenten, kann der Schaden Milliardenhöhen erreichen, macht man normalerweise eine Vereinbarung und sagt, wir haben einen Maximalschaden von so und so viel, mehr wird nicht ersetzt. Und dann haben wir noch die Regelungen 444 zu Haftungsbeschränkungen. Da wird gesagt, auch das müssen wir extensiv anwenden. Das heißt, wir sagen, alles, was nicht vereinbart ist, ist im Zweifel ausgeschlossen. Und 442, er sagt, die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Da wird bei Unternehmenskaufverträgen der Maßstab sehr streng angelegt, weil gesagt wird, ein Käufer eines Unternehmens muss schon relativ gründlich prüfen. Das heißt, man hat einen strengeren Maßstab als zum Beispiel beim Kauf eines Autos oder eines Kugelschreibers. Unternehmenskaufverträge können Sie grundsätzlich formlos schließen, es sei denn, es geht um Grundstücksgeschäfte, dann brauchen Sie natürlich einen notariellen Vertrag. Wenn Sie Aktien kaufen, spielt das aber auch keine Rolle. Wenn das Grundstück also einer AG gehört und Sie erwerben alle Aktien, können Sie die Aktien ohne Notar einfach so kaufen. In der Praxis hat man allerdings auch bei dem Kauf, der nicht formbedürftig ist, dicke schriftliche Verträge mit der schlichten Überlegung, man möchte jedes Detail geregelt haben, um eben nicht die Regeln des BGB anwenden zu müssen. Ein Unternehmenskauf passiert nicht mal eben so, sondern es passiert nur alle Jahre wieder. Da gibt man sich dann auch ein bisschen mehr Mühe als beim Kauf eines Gebrauchtwagens. Die Erfüllung von Unternehmenskaufverträgen geht leider nicht in ihrer Gesamtheit. Sie können also nicht sagen, hiermit ist erfüllt, sondern Sie müssen die Sachen einzeln übertragen. Zum Beispiel müssen Sie Grundstücke nach 873, 925 mit Einigung und Eintragung übertragen. Sie müssen die Kugelschreiber übergeben und sich darüber einigen, wobei Sie können sagen, alles was da drin ist, gehört ab sofort dir, indem Sie dem Käufer den Schlüssel geben und sagen, hier, alle meine Vermögensgegenstände sind in meinem Wohnwagen. Wenn Sie Forderungen haben, müssen die Forderungen jeweils einzeln abgetreten werden. Das heißt, Sie müssen sich einigen, du sollst neuer Inhaber der Forderung werden. Wenn Sie Schulden haben, bedeutet das, dass Sie eine dreiseitige Vereinbarung schließen müssen nach 414, 415, dass die Schuld übernommen wird durch den Erwerber. Und Mietverträge müssen Sie theoretisch sich mit dem Vermieter einigen, dass der neue Mieter der Erwerbers Unternehmens ist, da auch das geht nicht automatisch über. Gar nicht geregelt ist die Übertragung von, wie soll man sagen, Goodwill im Sinne von Know-how oder im Sinne von Reputation. Wie übertrage ich meinen guten Ruf und meine Kundenkartei?
im Zweifel, indem ich ihm sage, was ist mein Geheimrezept, wie ich mit den Kunden klarkomme und den Kunden sage, das ist mein Nachfolger und den da ein bisschen bewerbe. Sie müssen also jeden Gegenstand des Unternehmens einzeln übertragen und wenn Sie irgendwas vergessen, bleibt das erstmal bei dem, dem es ursprünglich gehörte. Bei Forderungen hat der Gesetzgeber aber eine Erleichterung geschaffen in § 25 Absatz 1 Satz 2 HGB. Und da steht drin, wenn Sie das Unternehmen übertragen und dem Erwerber erlauben, Ihre Firma weiterzuführen, dann dürfen die Schuldner auch an den Firmeninhaber zahlen, egal ob Sie das sind oder Ihr Nachfolger. Eine spiegelbildliche Regelung gibt es in 25 Absatz 1 Satz 2. 25 Absatz 1 Satz 1 sagt nämlich, wenn Sie ein Unternehmen übertragen und Ihr Nachfolger die alte Firma weiterführt, wird er im Zweifel auch Ihre Schulden mitbezahlen müssen. Davon kann man abweichen nach 25 Absatz 2. Wenn man das tut, dann muss der Erwerber die alten Schulden nicht zahlen. Der alte Betreiber des Handelsgewerbes haftet aber weiter. Das steht in § 26. Wenn das Ganze schon vor Gericht ist, dann bleibt das auch vor Gericht und es bleibt der bisherige Beklagte weiterhin Beklagter. Es passiert also nicht etwa automatisch, dass die Leute sich vor Gericht ersetzen. Ich habe Ihnen auch schon gesagt, Verträge muss man sich grundsätzlich dreiseitig einigen. Davon gibt es Ausnahmen, nämlich 566 BGB, Kauf bricht nicht Miete. Sie übereignen Ihr Grundstück, dann gehen die Mietverträge automatisch mit dem Grundstück über. Und 613a, Betriebsübergang. Sie sind Arbeitgeber, verkaufen Ihren Betrieb, dann werden die Arbeitsverträge mit dem Erwerber des Betriebes weitergeführt, denn Ihnen nützen die Arbeitsverträge ja nichts. Wenn Sie das Unternehmen insgesamt übertragen, haben Sie das praktische Problem, das Unternehmen selber ist rechtlich nichts. Das ist eine Gesamtheit von Vermögensgegenständen, aber dafür enthält das deutsche Recht keine Regelungen. Wir haben Eigentum an Sachen, wir haben die Inhaberschaft von Forderungen, aber wir haben keine Regelung, wem gehört ein Unternehmen. Wir haben Regelungen zur Firma, aber wir wissen, die Firma ist nur ein Name. Namen sind Schall und Rauch. Viele Leute denken aber, es spielt ja keine Rolle, wer das Geschäft betreibt. Ich zahle an der Kasse. Wenn Sie also Ihre Schuhe beim Schuster abgeben, dann interessiert Sie nicht, dass der konkrete Schuster, der Mensch, der hinter der Kasse sitzt, auch wirklich der Inhaber ist. Ihr Vertrag ist mit dem geschlossen, der Ihnen die Schuhe zurückgibt und Sie zahlen dem, der da gerade sitzt, wenn Sie zurückkommen. Wenn Sie also nach 3 Wochen kommen, da sitzt ein anderer an der Kasse, drückt Ihnen die Schuhe in die Hand, dann geben Sie dem das Geld. Das heißt, Sie gehen davon aus, die Forderung gehört nicht dem Menschen, sondern die Forderung gehört dem, der dem der Laden hier gehört, der den Laden betreibt. Deshalb haben wir 25 folgende HGB sagen, dieses Vertrauen wird geschützt und deshalb gucken wir uns diese Regeln jetzt an. 25 Absatz 1 Satz 1 habe ich eben erwähnt und 25 Absatz 1 Satz 2. Es gibt daneben aber auch noch § 26, 27 und 28. 25 sagt, wie hafte ich, wenn ich ein Unternehmen erwerbe von einem noch lebenden Menschen? 26 sagt, was ist mit der Haftung des Veräußerers? 27 sagt, was passiert, wenn jemand stirbt und die Erben führen das Unternehmen weiter? Und 28 sagt, was passiert, wenn ich bisher das Unternehmen alleine betrieben habe und jetzt nehme ich jemand anderen als meinen Mitgesellschafter auf? Fangen wir an mit § 25. Gucken wir uns das Ganze mal an im Gesetz. Wer ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschäft unter der bisherigen Firma mit oder ohne Beiführung eines Nachfolgeverhältnisses andeutenden Zusatzes fortführt, haftet für alle im Betrieb des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten des früheren Inhabers. Das heißt, wir haben eine Haftung für die früheren Verbindlichkeiten.
Und Satz 2, die in dem Betrieb begründeten Forderungen gelten den Schuldnern gegenüber als den Erwerber übergegangen, falls der bisherige Inhaber oder seine Erben in die Fortführung der Firma gewilligt haben. Ein bisschen schlechtes Deutsch, weil es ein bisschen älter ist, aber die Aussage ist, wenn er die Firma weiterführen darf, muss man damit rechnen, dass auch an ihn gezahlt wird. Absatz 2 sagt, eine abweichende Vereinbarung ist einem Dritten gegenüber nur wirksam, wenn sie im Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht oder von dem Erwerber oder dem Veräußerer dem Dritten mitgeteilt worden ist. Hier wirkt also Eintragung und Bekanntmachung konstitutiv. Das heißt, wir haben hier einen Fall der konstitutiven Eintragung. Alle anderen Fälle, die wir hatten, Prokura und Ähnliches, waren immer nur deklaratorisch. Hier tritt die Wirkung erst mit der Eintragung ein. Und Absatz 3, wird die Firma nicht fortgeführt, so haftet der Erwerber nur, wenn ein besonderer Verpflichtungsgrund vorliegt, das heißt, man sich ausdrücklich darüber geeinigt hat, dass die Verbindlichkeiten übergehen sollen und dies dem Verkehr in handelsüblicher Weise bekannt gemacht worden ist. Wenn er also selber nach außen gesagt hat, ich will haften, dann haftet er, ansonsten haftet er nur, wenn er die Firma fortführt. Paragraph 26 sagt, der Veräußerer haftet trotzdem weiter. Wir haben also zwei Schuldner. Der Erwerber haftet nach 25 Absatz 1 Satz 1, der Veräußerer haftet nach Paragraph 26 und das Gesetz sagt, diese Haftung wird aber zeitlich begrenzt und zwar die Forderung muss innerhalb von 5 Jahren fällig sein und die Ansprüche müssen durch Urteil oder Ähnliches festgestellt werden. Ansonsten kann er auch sagen, zahle ich nicht mehr. Nach 5 Jahren ist er also von jeder Haftung frei. Das klingt ja alles ganz einfach. Um Ihnen zu zeigen, wie schwer das in der Praxis ist, zeige ich Ihnen jetzt mal einen Fall aus der Law Clinic von vor vielen Jahren. Das hier ist ein Online-Shop. Dieser Online-Shop ist schon in weihnachtlichem Design, wie Sie sehen. Und er war mal Online-Shop des Jahres 2006. Und dieser Online-Shop heißt Norsk IT. Das klingt so norwegisch. Es ist aber kein norwegisches Unternehmen. Und da stehen noch so tolle Sachen, wenn Sie jetzt mal aufs Kleingedruckte gucken. Die Seite Copyright Computer Components GmbH. Ja? Warum zeige ich Ihnen diese tolle Internetseite? Weil sich hinter dieser Internetseite ein Drama verbirgt. Denn diese Seite wurde betrieben von der Alfelder Bug Computer Components AG. Die Alfelder Bug Computer Components AG ist aber am 31. Oktober 2008 in Insolvenz gefallen, beim Amtsgericht Hildesheim eingetragen und konnte ihre Schulden nicht mehr bezahlen, und hat vor allen Dingen auch die Waren nicht mehr ausgeliefert an ihre Kunden. Da sagen Sie ja, und? Und das ist nicht das. Das Drama nahm seinen Lauf, denn noch nicht mal ein halbes Jahr später wurde die Seite wieder online gestellt und diesmal wurde sie nicht mehr betrieben von der Alfelder Bug Computer Components AG, sondern auf einmal von einer Computer Components GmbH. Die Seite heißt immer noch genauso, ja, Norsk IT, also Norsk IT, Norsk Information Technology, ja, aber der Betreiber hat gewechselt. Die Internetadresse ist gleich, das Design ist gleich, der Name der Seite ist gleich, aber der Betreiber ist gewechselt, das heißt derjenige, der hier unten am Kleingedruckten steht. Alles andere ist gleich geblieben, nur das Kleingedruckte hat sich verändert. Und die Frage, die sich nun stellte, war, wenn jemand was bestellt hatte bei Norsk IT, als es noch der Alfelder Bug Computer Components AG gehörte, jetzt pleite ist, kann er nun, nachdem der Laden weitergeführt wird, von der Computer Components GmbH, übrigens, wenn Sie hier den Sachverhalt lesen, letztendlich die gleichen Leute, wenn Sie also diesen neuen Betreiber haben, kann ich von dem neuen Betreiber, also von der Computer Components GmbH, Lieferung meiner Bestellung verlangen,
die ich damals bei dem Webshop betätigt habe, als er noch von der Alfelder Bug Computer Components AG betrieben wurde. Und das kann ich nur dann, wenn irgendwie eine Haftung besteht. Ich habe mit denen aber keinen Vertrag geschlossen. Ich habe einen Vertrag geschlossen mit der Alfelder Bug Computer Components AG und möchte jetzt Lieferung von der Computer Components GmbH. Frage, geht das? Und welche Regelung könnte uns eine Antwort auf diese Frage geben? Ja? 25 Absatz 1 Satz 1 HGB. So, und dann gucken wir uns diese Norm mal an. Was setzt die denn so voraus? Zunächst mal brauchen wir ein Handelsgeschäft. Was meint denn wohl Handelsgeschäft im Rahmen von 25 Absatz 1 Satz 1? Ja? Ja, es meint ein Unternehmen. Und warum meint es wohl nicht dasselbe wie in 343, den wir vor zwei Wochen hatten? 343, wo auch Handelsgeschäft drin steht. Ja, 343 geht es um einzelne Rechtsgeschäfte. Das macht hier aber keinen Sinn. Sie wollen ja nicht ein einzelnes Rechtsgeschäft fortführen. Sie wollen ja das komplette Unternehmen fortführen. Das heißt, Handelsgeschäft in 25 meint Unternehmen, Handelsgeschäft in 343 meint bestimmtes Rechtsgeschäft. Haben wir hier ein Unternehmen? Antwort, ja. Wir haben diesen Online-Shop, das ist ein Unternehmen. Wir brauchen einen Erwerb unter Lebenden. Jetzt sagen Sie, die sind doch insolvent, aber Insolvenz ist kein Fall von Tod. Auch Insolvenz ist ein Erwerb unter Lebenden, also er hat es erworben von einem Lebenden. Dafür genügt jede Art von Erwerb. Es ist auch irrelevant, ob das Geschäft nach BGB wirksam ist. Es kommt auf den Realakt an, ob wirklich tatsächlich die Macht gewechselt hat. Auch das haben wir. Dann brauchen wir die Unternehmensfortführung. Unternehmensfortführung bedeutet, dass der Kern des Unternehmens unverändert weiterbetrieben wird. Was würden Sie dazu im konkreten Fall sagen? Wird hier das Unternehmen fortgeführt? Ja, die Seite sieht genauso aus wie vorher, die verkaufen immer noch Computerteile, das scheint mir im Wesentlichen das Gleiche zu sein. Und dann kommen wir zur letzten Voraussetzung, nämlich Firmenfortführung. Firmenfortführung bezieht sich auf was, wie der Name schon sagt? Ja. Ja, es bezieht sich in der Tat auf die Firma. Sie erinnern sich, die Firma ist der Name des Kaufmanns, der Name des Betreibers. Wie war der Name des Betreibers ursprünglich? Gucken wir nochmal in unseren Sachverhalt. Ursprünglich war der Name des Betreibers Alfelder Bug Computer Components AG. Wie heißt der Name des Betreibers jetzt? Computer Components GmbH. Frage, ist das die gleiche Firma? Ist das das Gleiche? Es gibt, welche Unterschiede sehen Sie? Das ist wie beim Suchbild. Wo ist der Unterschied? Ja, in der Tat, der erste Unterschied liegt im Rechtsformzusatz. GmbH und AG. Frage, kommt es da entscheidend drauf an, was hinter dem Namen steht? Würden Sie sagen, das ist das Entscheidende? Ob da AG, GmbH, ABC, DFG, C und A, keine Ahnung, was da stehen mag. Ist das für Sie als Kunde wichtig? Achten Sie darauf als Verkehr. Das
denken Sie? Wichtig, unwichtig? Rechtsformzusatz? Mhm. Mhm. Ja, also der Kollege sagt, das sind beides Kapitalgesellschaften. In beiden Fällen haftet nur eine begrenzte Vermögensmasse. Und ob jetzt die GmbH oder AG heißt, spielt keine Rolle. Es haftet auf jeden Fall kein Mensch. Das heißt, der Kern ändert sich nicht. Die Rechtsprechung geht sogar noch weiter und sagt, selbst ich kann austauschen, eingetragener Kaufmann gegen OHG, OHG gegen eingetragener Kaufmann, OHG gegen KG und theoretisch sogar EK gegen GmbH. Ich kann also beliebig diese Buchstaben austauschen. Was dahinter steht, ist dem Verkehr völlig egal. Der Verkehr guckt eigentlich nur auf, was das am Anfang steht. Und dann gucken wir jetzt mal auf, was das am Anfang steht. Ist das denn gleich? Wenn wir jetzt AG und GmbH wegstreichen, bleibt dann das Gleiche übrig. Ja, in der Tat, es bleibt nicht absolut das Gleiche. In dem einen Fall steht Ahlfelder Bug Computer Components AG und im anderen Fall steht Computer Components GmbH. Lassen wir den Teil also weg, steht hier Ahlfelder Bug Computer Components und hier steht nur Computer Components. Jetzt die Frage wieder, wie nimmt der Verkehr das wahr? Ist das für den Verkehr das Gleiche, wenn da steht Computer Components einerseits und im anderen Fall Ahlfelder Bug Computer Components? Worauf achten Sie als Kunde? Was ist für Sie das Prägende? Was prägt sich Ihnen ein? Wer kann Englisch? Was bedeutet denn Computer Components? Was prägt sich Ihnen hier so ein, an dieser tollen Firma? Na, das ist der Trick bei dieser Firma. Sie als Käufer, was denken Sie denn? Was prägt sich Ihnen ein? Da hat sich einer ganz viel Mühe gemacht, sogar sich diese Firma ausgedacht. Sie haben die Pointe noch gar nicht gesehen. Fangen wir mal mit der ersten Pointe an. Ahlfelder Bug Computer Components, da haben Sie ja A, B, C. Sehen Sie? A, B, C. Oh, ist das kreativ? Während hier haben Sie nur CC, ja, da ist nicht mal die Pointe dabei, die Pointe schon weggefallen. Dann das zweite, Computer Components bedeutet Bestandteile von Computermaschinen. Ja. Da gibt es vielleicht mehrere Anbieter, das heißt ein rein beschreibender Name. Während hier sieht der Leser ja ganz kreativ Ahlfeld. Ahlfeld, das ist ja mit Sicherheit ganz berühmt, großer deutscher Ort. Und da hat er direkt eine Assoziation und sagt, ah, die Ahlfelder Computer, das mag was ganz Tolles sein. Und dann kommt noch dazu dieses tolle Bug, B-U-G. Und jeder Leser fragt sich, wofür steht das denn? Heck und Bug vielleicht? Oder verbuggte Computer? Man weiß es nicht. Das heißt, der Blickfang hier geht ganz klar auf das Ahlfelder Bug. Und genau dieser prägende Teil, wo jeder immer hinguckt, der fehlt beim zweiten. Und das heißt, weil das Entscheidende beim zweiten fehlt, ist das keine Fortführung, sondern was ganz anderes. Damit gibt es keine Firmenfortführung. Damit ist 25 Absatz 1 Satz 1 HGB nicht gegeben. 25 Absatz 3 HGB könnte passen, geht aber auch nicht. Warum nicht? Was setzt 25 Absatz 3 voraus?
Ja? Einen besonderen Verpflichtungsgrund? Einen besonderen Verpflichtungsgrund, und den haben wir hier nicht. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie für die Altschulden haften wollten. Das heißt, unser Mandant hatte leider Pech gehabt. Es gibt zwar den Shop unter der gleichen Adresse mit dem gleichen Namen. Das HGB stellt aber nicht auf den Namen des Shops ab, sondern auf den Namen des Betreibers, also des kleinen Namens, der unten drunter steht. Und der hat sich wesentlich geändert, weil das coole Ahlfelder Bug weggefallen ist. Und das ist gerade das, worauf Sie als Kunden achten würden. Und deshalb haben Sie hier Pech gehabt. So, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie da gewesen sind. Sie können jetzt über Weihnachten schon mal alles fleißig lernen und alle Fragen im Forum stellen. Ich werde voraussichtlich auch über Weihnachten einen Online-Kurs für Sie bereitstellen. Da können Sie dann HGB nochmal mit Spiel, Spaß, Spannung lernen. Und wir sehen uns dann wieder im Januar.